Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Fable 2, die Attentätergilde. Das ist super. Wir haben 103.000 Gold und machen weiter hier direkt über Bloodstone. Wunderschön, oder? Und ja, wir haben sehr, sehr viele Aufgaben, sehr, sehr viele Arbeiten. Das größte Haus in Bloodstone. Das muss Reavers sein. Geh und lern den Dieb kennen. Gerne, Therese, aber erst viel, viel später. Denn wir werden uns zuallererst einmal hier mit Bloodstone selbst beschäftigen. Ihr seht rechts bereits, es gibt hier sehr, sehr viele Häuser. Sehr viele Aufgaben und es gibt auch noch andersweitig sehr viele Aufgaben, die gelöst werden wollen. Und wir werden uns jetzt zuallererst mal darum kümmern, diese Aufgaben abzuarbeiten. Zuallererst werden wir natürlich etwas hier Bloodstone erkunden. Aber bevor wir Reaver aufsuchen, werden wir natürlich erst die Nebenaufgaben erledigen. Zum Beispiel die Astoch-Insel. Leute, wir können doch die Astoch-Insel nicht im Stich lassen, oder? Da hinten auch ein schöner Leuchtturm. Na, toll. Eine Pistole. Na gut, und damit willkommen in Bloodstone. Der Stadt der Gesetzlosen. Läden bleiben nachts geschlossen. Ja, das weiß ich. Und was haben wir hier? Ein Wegelagerer-Hut, den wir uns schon mal gekauft haben. Hier in der Ecke steht ein Laden. Da seht mal. Steinsteifer Hugh. Okay. Könnten wir kaufen, aber ich würde lieber versuchen, mir wirklich mal etwas ganz, ganz Großes, Teures zu kaufen. Und schön, dass uns hier die Leute lieben, obwohl sie uns noch nie gesehen haben. Der Schmied. Nehme ich schon mal mit. 546, der helle Wahnsinn. Ja, und natürlich passend für ein Piratenlager haben wir hier auch die dazugehörigen Schiffe im Hafen liegen. Und das ist dann wohl der örtliche Tätowierer. Ah ja, ja, nee, danke. Schmerzfrei, klingt gut, aber nein, danke. Nicht interessiert, aber die kann man den Laden kann man bestimmt irgendwie kaufen, oder nicht? Die Leute lieben uns alle, wo wir gerade erst hier sind. Ein Kuchenverkäufer. Bloodstone Konditorstand. Oh ja. Bloodstone. Das Hafenviertel ist jetzt auf eurer Karte und hier haben wir das Wirtshaus. Perfekt. 45.000. Der Arm des Leprakranken. Bitte was? 476. Na, klasse. Hallöchen. Hier ist sogar eine Aufgabe. Ach, ich habe ihn gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Ja, ja, schön, dass du ihn gesehen hast. Ich möchte erstmal schlafen, dann komme ich sofort. Wie spät ist es denn? Sechs, sieben, acht. Reichen 6 Stunden. Ja, der gute Jack unten hat bereits die erste Aufgabe für uns hier in Bloodstone. Das Wirtshaus sieht aus wie ein typisches Wirtshaus. Da kann sogar durch die Fenster hinausblicken. Es gibt ein paar tolle Getränke hier. Ja, es gibt hier echt ein paar super tolle Getränke. Zum Beispiel Whisky-Cola ohne Whisky. Schmeckt super gut. Na, Hallöchen. Wer bist du denn? Ach, ich habe ihn gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Echt. Ja, sie halten Jack für irre. Das ist er aber nicht. Im Vergleich zu euch... Da, ihr da! Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Von Legenden und riesigen Schätzen und... meine Kehle ist zu trocken, um weiterzureden. Lebendiges an ihnen vorbeigekommen. Soll ein Scherz sein, oder? Soll ich jetzt echt ein Bier kaufen? Sogar der Wirt liebt uns. Der hat es noch nie gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Bier. Ein wirklich guter Kauf. Ja, ein Gossenbier.
Es ist unfair. Einfach unfair. Salty Jack ein Bier geben. Der Bitteschön. Jack kennt das Geheimnis, oder? Ach, danke. Das tut echt gut. Und jetzt hört euch die Geschichte vom alten Jack an und staunt. Ach, da lag ich nun am Strand, bewusstlos, eine Flasche Feuersaft wie ein vollbusiges Mädchen im Arm, als ich diese Gestalt bei einer Höhle in der Nähe sah. Captain Kraus! Er war im Leben so kaltherzig, dass er euch mit einem Blick seinen Namen in die Seele brannte. Ich rannte, schwamm und paddelte um mein Leben, um einen zu heben, zum Entspannen, aber keiner glaubt mir. Aber ihr helft mir, ja, beweist, dass der alte Jack keine Märchen erzählt. Schatzinsel des Schicksals. Die Schmugglerhöhle untersuchen. Haben wir eine Wahl? Nicht wirklich. Ach, ich habe schon viel über den alten Graus gehört. Alle Piraten fürchten sich vor ihm. Auf euch ist Verlass. Ihr findet die Höhle an der Küste. Aber hütet euch vor dem grausigen Captain Graus. Tolles Wortspiel. Okay, ja, eine tolle Kaserne, in der sich allerhand Leute treffen. Und seht mal, tagsüber sieht Platz doch ein bisschen beeindruckend aus, oder? Echte Spiele, ja. Ein Geschenkeverkäufer. Wir können mal ganz kurz, hey, das sagt man nicht, ein bisschen zurückgehen, mal ganz kurz in Richtung des, nicht des Fischstandes, der Schmiede, meinte ich eigentlich. Mein Fischverkäufer. So, hallo Schmied. Hallo Schmied. Ich hoffe, ich kann helfen. Nö, nichts Interessantes. Nein, nein, ihr könnt mir alle nicht helfen. Auf Wiedersehen. Ach, und seht mal hier den Tätowierer. Das Schild sieht auch schick aus, oder? Ah ja, so Feinheit liebe ich ja. Der Konditor. Na, also schön freiberuflich zu sein. Ja, ne? Weißt du was? Jetzt nicht mehr. Wir haben die besten. Immer dieselben trostlosen. Werft euer Geld. Ein Geschenkehändler. Ein Geschenk für jemand ganz Besonderes? Ja, ich schenk mir mal deinen Geschenkeladen. So, da geht's nach Reaver. Da gehen wir erstmal hier hoch in die oberen Gebiete der Stadt. Und ja, wir werden auch da hinten hochgehen können. Hier schließt alles ineinander zusammen. Was bist du denn für einer? Von euch geht ein Freudenjunge Toni. Hilfe, du musst eine weitere Aufgabe. Weitermachen, Schwester Beverly. Es scheint mir nur alles so hoffnungslos, Bruder Tobi. Ja, ja, Bruder Tobi und Schwester so und so, da gehen wir später hin. Wir wollen erstmal die Stadt erkunden und dann vor allen Dingen erstmal die Schatzinsel des Schicksals abschließen. Was haben wir denn hier? Eine Barbierin. Grüß dich, meine Liebe. Was hast du denn Schönes? Bärte, ja. Der Poet ist schon ganz schick eigentlich. Landstreicher ist dann nicht mehr so schön. Nee, nichts Interessantes leider. Ach, seht mal das Plakat. Ja, ja, schöne Frisuren. Ja, hier auch. Ganz links wird uns sicherlich gut stehen, die Perücke. Ja, ja, Toby und Beth, wir kommen später aufeinander zurück. Hallo, städtische Ausrufer. Mir gefällt mein Titel. Ein Grabungsort. Ja, ihr müsst wissen... Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie sich Bloodborne richtig anfühlt beim Spiel, diese riesige Stadt, kauft euch das Spiel. Bloodborne ist eine Stadt, die ist so faszinierend, das ist wirklich unglaublich. Wir hatten nämlich Keller. Hier könnte ein Silberschlüssel drin sein, ohne Gewehr.
Okay, hier könnte ein Silberschlüssel drin sein. Nee, Gold. Okay. Nehme ich auch mit. Ja, wo denn? Okay. 6170 Goldmünzen bekommen wir. $500. Ja, wenn der Hund ein wahrhafter Meisterschatzsucher ist, dann findet man wahrhaftig meisterhaft viele Schätze. $33.000. Okay, wie gesagt, das Haus da oben mit Toby und Beth betreten wir später. Erstmal haben wir hier oben noch weitere Geschäfte. Ach, Hündchen. Na gut, in der Piratenstadt ist es ja nicht wunderlich, dass man viele Schätze findet. Way. Oh. Oh. Ja, super. Und über diese Freudenjungen. Ah, geh weg. Naturprodukthändler. Dann haben wir ein Möbelhaus. Hallöchen. Ja, Alex will ja gerne neue Möbel haben, aber ganz ehrlich, Leute, wir kaufen uns keine neuen Möbel, denn wenn wir uns neue Möbel kaufen, dann für unser Privatanwesen, ohne Alex. Und da ist das Haus von Reaver, da wollen wir nicht hin. Wenn überhaupt, dann erst viel, viel später. Aber hier dieser Naturproduktestand gefällt mir. Was meint ihr? Hier ist schon wieder ein Keller. In irgendeinem Keller war ein Silberschlüssel. Tada! Ein Silberschlüssel. Okay. Trotzdem wundert es mich, dass wir in Wraithmarsh einen Schlüssel gefunden haben, der nicht auf der Liste steht. Ganz merkwürdig. So, Naturprodukte. Jo, ab jetzt verdienst du die für mich. Das ist schön. Was haben wir hier? Ein Heimathaus, also ein Heim, der Haken, kaufen und vermieten. Joa. Wir bekommen 74. Ich darf mal kurz hier reinblicken, oder? Sieht sehr hübsch aus. Boah, und damit haben wir hier diesen einen Teil vom Bloodstone schon gesehen. Die Stadt ist, wie gesagt, riesig und bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen sehr, sehr viele Gebäude. Vor allen Dingen der Stil, wie hier alles so geschachtelt ist und diese ganzen Freudenjungs. Nee, kein Schläferstündchen gefällig. Hilfe. 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 Alles in Ordnung, hoffe ich. Nee, leider nicht mehr. Seid gegrüßt. Wollt ihr meine Dienste erbitten? Nein, Mr. Niemand. Attentätergilde ist gar nicht gut. Schneider. Schauen wir mal. Oh, schön, dass ihr wieder da seid. Kompostbraun, knallrot, grau, sonnengelb. Nee, danke. Bettler, Banditen, Wegelagerer, Federschmuck, Wegelagerer. Ja, hey. Aber nee, danke, ich möchte nichts haben. Interessante Kleidungsstücke. Erzählt nie von der Gesellschaft. Das sieht schick aus. Das ist es doch, oder? Ein Dandy-Hut sogar. Ja, ja. Na gut, gehen wir mal. So, wie gesagt, Attentätergilde, nee, danke. Und damit sind wir schon wieder hier unten bei den Docks gelandet. Und hier haben wir vermutlich wieder nur ein normales Haus. Momentan haben wir eh kein Geld. Da werden Boote hergestellt, eine Art Werft. Ja, tatsächlich eine Werft.
Hier kommt man nicht runter. Moment. Das ist eine Kiste. Ja, wie gesagt, eine Werft, in der hier die Schiffe und Boote hergestellt werden. Auch interessant. Irgendwie muss sich Bloodstone ja finanzieren. Vermutlich durch Meutereien. Und seht mir der Zackenturm. Ah, ihr seid zurück. Ich habe epische Balladen zu euren Heldentaten verfasst. Ja, dann hau mal rein. Ich bin gespannt. Gefallen. Ich möchte jetzt mein neues Lied vortragen. Vor dem Freudenjungen. Der Held wollte den Magier erretten, den düstere Schatten drohten zu ketten. Der Soldat entführte den Magier geschwind, darüber nicht alle sehr glücklich sind. Mit Max und Sam kamen Ärger und Lärm, Untote wurden beschworen, beinahe waren alle verloren. Der Held kämpfte gegen Zombies an, was falsche Lektüre auch anrichten kann. Ich habe von eurem Mut gehört, Löwenherz. Der Held durchquerte Sumpf und Moor. So etwas Grausames sah man nie zuvor. Den Heulgeist erledigt und nach Bloodstone geeilt. Dort wird sich eine Kanne mit Tee geteilt. Ja! Ja! Schön! Naja. Ihr müsst gegen eine Menge Geister in der Geisterstadt gekämpft haben, ha? Huh? Ja, nee, noch mehr. Noch mehr als du denkst. Ja gut, Leute, das war dann jetzt das. Unsere nächste heldenhafte Ballade. Was haben wir hier? Vermutlich das Gebäude der Werft, okay. Ich hab nicht mal eine Armbrust, du Idiot. Blöder Gargoyle. Ich meine natürlich, mich lässt das ganz kalt, dass du uns beleidigt. Ach, Leute. Ja, ihr seht, die Schmugglerinsel ist sowieso hier in dieser Richtung zu finden. Aber wie kommen wir in die Kiste? Ich habe da so eine Ahnung. Ja, Hühnchen, warte, ich habe gerade andere Probleme. Schön, dass uns wieder alle Leute lieben. Hey, ihr seid dieser mächtige Abenteurer, oder? Hier ist ein Quest. Küsst meinen Steinhintern. Du hast keinen Steinhintern, weil du mit deinem Hintern in der Wand hängst, mein Lieber. Jo, das war einfacher als gedacht. Perfekt. Und damit können wir Zeitkontrolle ebenfalls perfektionieren. Nehmen wir als nächstes mal Tote erwecken. Oh ja. Bald sind wir blau. Komplett blau. Diese Gargoyles. Ich freue mich so, wenn wir die zerschmettern. Eins, zwei, way. Und was haben wir hier? Ich bin gespannt. Ein Gargard. Na toll. Und hier haben wir einen verdächtigen Keller. Mit einem Schatz. Stehlen. Stehlen wollen wir nicht, aber den Schatz nehmen wir mit. Ja. Erfahrung. Tote erwecken. Nee. Wir wollen auch jetzt nicht wirklich die Erfahrung ausquetschen. Das muss auch nicht sein. Wobei, wir könnten mal schauen. Bei Können. Nee. 108.000. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Dann doch nicht. Man sagt, ihr schießt so schlecht, wie ihr riecht. Schicke Hütten hier überall. Wir wollen es alles genau ansehen. Da ist der Gargoyle übrigens an dem Kran. Da sehe ich doch was. Eine billige Halskette. Ist ja kein Wunder, wenn die im Wasser liegt. Vermutlich total verrostet.
Sehr spät. Ich habe es geahnt. Okay. Dann würde ich sagen, folgen wir mal dem Schicksalspfad, verlassen erstmal Bloodstone in Richtung der Schmugglerhöhle, in der sich ja angeblich Captain Graus befinden soll. Ja, ja. Was für ein Graus. Da ist eine weitere Tauchstelle. Sieht man schwer, aber man sieht es. Ne, da ist ein Silberschlüssel. Okay. Damit fehlen in Bloodstone, indirekt in Bloodstone, noch zwei Stück. Und zwar sind die beiden nicht hier auf Bloodstone selbst, sondern in einem anderen in Bloodstone oder an Bloodstone angeknüpftes Gebiet. Dazu kommen wir dann gleich. Okay, wir folgen dem Weg in Richtung der Schmugglerhöhle. Captain Graus wartet auf uns. Und Alex kostet definitiv zu viel Geld. So. Ah ja. Seht mal, das Schiff bewegt sich sogar. Ist ja der Wahnsinn. Ja, der Zackenturm ist mittlerweile bedrohlich hoch geworden. Aber das habe ich schon öfters gesagt. Und hier ist eine Kiste. Der gute Jack ist auf jeden Fall nicht sehr, sehr konzentriert darauf, Schätze zu finden, wenn er den hier stehen lassen hat. 300 Gold. Das Dreckloch ist jetzt auf eurer Karte. Klingt ja super. Und ihr seht bereits, es ist eine eigene Karte, also ein eigener Abschnitt hier in Bloodstone. Damit kommt wohl etwas Größeres auf uns zu. Das Dreckloch. Findet den Geist von Kapitän Graus. Wollen wir das? Da ist ein Silberschlüssel. Okay, tauchen. Way! Tja, dann bin ich eben nicht Teil deiner Crew, lieber Kapitän Graus. Graus Schatz beschert euch einen nassen Tod. Diese Höhle wird euer Grab. Das Schiff steht auf dem Trockenen. Macht ihr euch Angst? Also mir nicht. Schickes Schiff, aber es steht leider auf dem Trockenen. Und jeder gute Piratenkapitän hat ja auch seinen kleinen Hort, seinen Zurückzugsort. Und das ist also der hier von Kapitän Graus gewesen, wenn es sich dabei um einen Geist handeln soll. Ach komm, Hündchen, alles ist gut. Moment, Leute. Mal ein bisschen frische Luft reinlassen. So. Oh wei, oh wei. Eine recht traurige Vorstellung. Okay, das ist dann wohl der Rumraum der Piraten. Seht euch das mal an, die ganzen Fässer. Ihr seid vielleicht lebhaft, ich hingegen bin tot. Leckerer Eintopf.
Okay, das ist dann wohl der Schlafraum der Crew. Mit Säbeln auf den Betten. Findet einen Weg, die Tür zu öffnen. Was ist das denn hier? Jo. Okay, 6200, super. Macht eine Summe dann ganz, ganz schnell 25.000. Oh Mann, oh Mann. Captain Graus, ich will den Garaus machen. Findet einen Weg, die Truhe von Kapitän Graus zu öffnen. Verschlossen. Schön ist es hier. Waffen und Werkzeuge. Eine Karte von Albion natürlich. Tagebücher, Logbücher. Schön. Arvo ist tot. Schlapper Sellerie, natürlich. Riesenhuhn. Bettlerbluse. Ob es schlau ist, hier im Bett zu schlafen? Wie öffne ich die Kiste denn? Ah, hier. Schlüssel von Kapitän Graus. Dieser Schlüssel öffnet die Truhe von Kapitän Graus. Na wunderbar. Ja, ja, den Schatz habe ich gefunden, mein Lieber. Hebel. Teil eines Hebelmechanismus. Okay. Schickes Zimmer auf jeden Fall. Schicke kleine Landkajüte, um das ganz mal im Sinne eines Piraten zu sagen. Es wartet bestimmt doch irgendwo eine gespenstige Überraschung auf uns. Und atmosphärisch wieder super, oder? Ach so, hierfür ist der Hebel. Oh, wer das... Die Marianne ist das Schiff, dann ist es jetzt meins. So. Kleiner Hebel, große Zahnräder und Wasser läuft hinein. Das Trockendock wird geflutet. Durchsucht das Schiff. Ihr seht, das Wasser ist gestiegen, das Tor ist offen und das Schiff schwimmt wieder, anstatt auf dem Trockenen zu stehen. Hallo, Captain Graus. Ja, dann komm mal her. Ja, aua. Aber wir haben Gott sei Dank eine Auferstehungsfiole.
Okay, erledigt. Karte von Kapitän Graus. Diese Karte zeigt den Weg zu der Insel, auf der Graus die gesammelte Beute seiner ruchlosen Karriere vergraben hat. Eine Art Schatzinsel. Kapitän Graus gibt es also wirklich. Willenskraft, Tote erwecken. So, jetzt sammeln wir aber wieder ein bisschen. Können. Schnelligkeit. Ja, nicht schlecht. Übernehmt das Ruder des Schiffes, denn die Marianne wird uns natürlich, wie es sich für ein gutes Schiff gehört, ohne Widerrede in Richtung der Schatzinsel bringen. Ja, wir sind jetzt unser eigener Kapitän und seht mal hier überall die Zuläufe. Benutzen. Als ihr die Vorrichtung berührt, spürt das Schiff eure Absichten und setzt von selbst die Segel. Löwenkopfinsel. Ja, die Insel, auf der Captain Graus all seine Schätze vergraben hat, und zwar 10 Stück. Diese Schätze werden wir alle hoffentlich finden, aber erst beim nächsten Mal hier bei Fable 2. Das war Captain Graus, das war Bloodstone und beim nächsten Mal gibt es die Schatzinsel des Schicksals. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Fable 2.